Paul Berlin hat sich den Pieks abgeholt, seine Impfung gegen Corona. Bei mir war die zweite Impfung noch ausstehend und durch diverse Umstände, Urlaub und so weiter, konnte ich meine Impftermine bisher nicht wahrnehmen, verschieben. Dann hat das eigentliche Impfzentrum bereits geschlossen gehabt und dann habe ich heute die Möglichkeit wahrgenommen. Impfen lassen hat er sich beim Landessportbund Berlin. Die Dachorganisation der Berliner Sportverbände hat da Mittwoch auf ihr Gelände geladen. Ziel war es, die Impfkampagne voranzutreiben. Wir wollen damit ein klares Zeichen setzen. Wir wollen Sport treiben, wir wollen wieder Sport erleben. Wir wollen gemeinschaftlich zusammenkommen. Das zeichnet den Sport aus. Und aus diesem Grunde unterstützen wir auch die Impfkampagne in dieser Woche. Familienministerin Christine Lambrecht machte sich vor Ort ein Bild. Sie begrüßt die Initiative vom Landessportbund. Über den Sport werden ganz viele Menschen erreicht, über die Vereine, über die Verbände. Deswegen ist es klasse, dass der Landessportbund Berlin diese Aktion Hier wird geimpft unterstützt und seine Möglichkeiten, seine Kontakte eben auch zur Verfügung stellt. Ein ganz wichtiges Signal, gerade auch für den Sport. Auch da kommen wir nur zu einer Normalität zurück, wenn wir eben einen bestimmten Grad an Geimpften erreicht haben. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Hier wird geimpft nahm auch der leitende Olympiaarzt Professor Dr. Bernd Wohlfahrt Impfungen vor. Es geht darum, dass wir nicht nur uns selber schützen, sondern dass wir auch andere schützen. Und es geht darum, dass wir noch vor dem Winter einen Stand erreichen, der uns eben in der Gesamtgesellschaft auch wieder Dinge ermöglicht, die jetzt lange Zeit nicht möglich waren. Und die Impfung ist definitiv die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Paul Berlin hat in 14 Tagen seinen vollen Impfschutz. Er sehnt sich nach mehr Freiheit. Letzten Endes ist es die einzige Variante jetzt irgendwie, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Und insofern wäre es schön, wenn wir da ein Stück weit wieder hinkommen. Rund 200 Personen wurden beim Landessportbund insgesamt geimpft, frei nach dem Motto, jeder Stich zählt.